hat am selben Tag Geburtstag wie Immanuel Kant. Das freie Individuum der Aufklärung war in Lenins Augen eine Illusion. Ein Lebensentwurf allenfalls für Besitzende. Der Werktätige wird frei erst durch die revolutionäre Gewalt und Diktatur seiner Klasse. Und am Ende eines blutigen, langwierigen Kampfes wird ein neuer Mensch entstehen. Kaliningrad war in gewisser Weise ein Laboratorium seiner Utopie. Menschen ohne historischen Ballast an den Füßen, ein Höchstmaß an Gleichheit, ein leerer Raum, von Grund auf neu zu gestalten. Zurück zu Kant. Königsberg. Immanuel Kant. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Selbst denken, sich keiner Doktrin überlassen. Kritik üben an Tradition und Autorität, ohne Furcht. Eigensinn, Eigenverantwortung, Urteilskraft, Einbildungskraft, die eigene Denkungsart zu erweitern, indem man sich in andere Menschen und Völker hineinversetzt. Das Recht, die eigene Meinung öffentlich auszusprechen. Der Markt gilt in der Theorie der Aufklärung als Pflanzstätte der Mündigkeit. In diesem Sinne wären die Händler des Kaliningrader Kolchos-Marktes Pioniere. Sie kaufen und verkaufen auf eigenes Risiko und eigene Rechnung, jenseits staatlicher Planwirtschaft, zu fantastischen Preisen. Immanuel Kant, ich habe von ihm gehört. Sein Grab ist hier in der Stadt. Einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis nannte Immanuel Kant seine Stadt. Der Philosoph, der das Reisen hasste, genoss, dass Pregel und Ostsee die weite Welt nach Königsberg schwemmten. Im Hafen konnte man die unendlichen Verschiedenheiten des Menschlichen studieren. Nationalcharaktere, Temperamente, Gewohnheiten. Und Beispiele zugleich für die universelle Gültigkeit der Grundsätze der Vernunft. Der Mann im japanischen Jeep ist Präsident der ersten privaten Handelsbank in Kaliningrad. Если говорить о Канте, то, ну, наверное, die Prinzipien Kants waren jahrzehntelang vergessen. Und wir müssen sie wiederentdecken. Die persönliche Verantwortung, die Freiheit des Individuums. Dies wird nicht nur uns in Kaliningrad helfen. Die ganze Menschheit muss sich davon leiten lassen. Alle. Bei jeder Tätigkeit und im alltäglichen Leben. Они, безусловно, дадут, наверное, то, что они дали всему человечеству. Это прежде всего. А если говорить конкретно о Калининграде... Wenn wir konkret über Kaliningrad sprechen, so müssen wir bedenken, dass wir auf Kants Erde leben. Sehr vielen Menschen bei uns ist bewusst, dass Kant in seiner Zeit ein Bindeglied zwischen der deutschen und der russischen Kultur war.
Wir streben heute eine Renaissance dieser historischen Beziehung an. Вот тех отношений, которые когда-то существовали в этой сфере, они тоже должны, наверное, нам много дать. Die Hafenstadt ist in einer prekären Situation. Als Teil der russischen Sowjetrepublik war sie seit 1945 von ihren westlichen Lebensadern abgeschnitten. Neuerdings nun stehen die Verbindungen nach Osten auf dem Spiel. Das Gebiet ist zwischen Polen und den neuen baltischen Staaten zu einer Insel geworden. Königsberg, erinnert man sich heute, war wohlhabend, weil es seinen Standvorteil zu nutzen wusste. Offen nach Ost und West. Viele Kaliningrader träumen von einer Freihandelszone. Manche sogar von einer vierten baltischen Republik, einem neuen Königsberg. Mitten in Europa. Ein Raum, wo einst ganz selbstverständlich der Blick in beide Richtungen schweifte, wo man kam und ging. Ein Mann wie Immanuel Kant hatte Studenten aus dem Baltikum, einen Verleger in Riga, war Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften.1758 wurde Königsberg zum ersten Mal russisch. Damals thronte auf der Feste Friedrichsburg der Doppeladler des Zaren. Die Besatzer begegneten der Stadt und ihren Bewohnern außerordentlich respektvoll. Die Offiziere verkehrten in den guten Königsberger Häusern. In die trutzige Preußenstadt zog, zur Freude vieler Bürger, mondäner Petersburger Flair. Immanuel Kant höchstpersönlich hielt russischen Militärs ein Privatkolleg über Fortifikation. Trotz des Siebenjährigen Krieges, die preußisch-russische Verbindung hielt, ja, vertiefte sich noch. Sechs Generationen später vertreiben die Sieger die letzten überlebenden Königsberger und sie treiben die Erinnerung an die Toten aus. An Böhmenkönig Ottokar II., Anführer des Kreuzzuges gegen die Prutzen und Namenspatron der Stadt. Friedrich, den ersten Preußenkönig, gekrönt am Anfang des aufgeklärten Jahrhunderts. Herzog Albrecht, der in Königsberg die Reformation durchsetzte und die Albertina gründete, Königsbergs berühmte Universität, Kants Alma Mater. Der große Vaterländische Krieg ist überall gegenwärtig. Ihm verdankt Kaliningrad seine Existenz. Er begründet das Heimatrecht für 400.000 Menschen, die hier nicht zu Hause waren. Diese Deutschen durften als einzige bleiben. Zwei Feldherren, Scharnhorst und Gneisenau. Zur Erinnerung an die preußisch-russische Waffenbrüderschaft gegen Napoleon. Der Krieg ist das größte Hindernis des Moralischen. Immanuel Kant sah als einer der Ersten,
dass eine neue Art von Krieg heraufzog. Der totale. Der Vernichtungskrieg. Nur eine Chance bleibe den Staaten noch, zum ewigen Frieden zu streben. Andernfalls werde dieser auf dem großen Kirchhofe der Menschengattung stattfinden. Sergei Drigo hat an der Schlacht um Königsberg teilgenommen. Это, конечно, была в то время утопическая идея, но она довольно-таки прогрессивная. Natürlich. Damals war der ewige Friede eine utopische Idee. Kant hat das Problem ganz tief erfasst. Aber lange Zeit konnte sich diese nicht verwirklichen, weil zwischen den Völkern Zwistigkeiten herrschten. Kant ist aufgewachsen in einer Zeit, als die modernen Staaten entstanden. Da ist Streit ganz natürlich. Aber in unserer Zeit fällt der Gedanke auf fruchtbaren Boden. Und jetzt erfasst er in einer progressiveren, materialistischen Form die ganze Erde. Вот. И сейчас и эта идея, ну, более, конечно, в прогрессивном виде, более материалистическом виде. Весь мир сейчас захвачен этой идеей. Besonders in den letzten fünf Jahren der Perestroika, seit wir mit unseren Stereotypen gebrochen haben und die Welt mit anderen Augen sehen. Der ewige Friede, dieser uralte Menschheitstraum, beginnt sich zu erfüllen. Ein gutes Beispiel ist die wachsende Freundschaft zwischen Deutschen und Russen und das Zusammenrücken Europas. Jetzt geht alles voran. Wir werden einander besuchen, miteinander lachen und wenn etwas Schreckliches passiert, miteinander weinen. Вот именно сейчас начинается это делать.